Und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge von Brutalhexen. Eigentlich hätte ich erst Herbertik spielen müssen und dann Hexen. Ich spiele schon wieder erst Hexen und dann Herbertik. Egal. Dann ist es halt so. Okay. Versuchen wir mal durchzustoßen. Sehr schön. Wow, nur noch Hilfe. Alter! Was ist los mit euch? Warum tut ihr diese? Ah, Kröcke. So, haben wir denn die entsprechenden Schlüssel schon? Ne, wir haben noch gar keinen Schlüssel. Achso, doch, ja. Doch, einen Schlüssel haben wir schon. Und hier bekommen wir jetzt den anderen Schlüssel. Komm, ich bin schneller. Danke. So, da ist schon wieder dieses Ding mit den roten leuchtenden Augen. Ja, Level 4. Woo! Von ja von runterkommen hat man was gesagt. Da kommen wir auf. Jetzt muss ich mal nachdenken, ich habe noch nie probiert, einfach mal direkt reinzugehen. Also so hier. Achso, geht gar nicht, ist hier noch. Ist oben. Ja, das hat jetzt einiges. Da kommen wir auf. Oha. Yay. Easy. War doch gar nicht mal so schwer. Okay, gut, da haben wir alles. Wir haben jetzt soweit, sollten wir jetzt alle Schlüssel haben. Das heißt, wir können jetzt erstmal wieder erstmal rausgehen. Und jetzt müssen wir wieder in den... Oh Gott. In den Feuerbereich müssen wir reingehen. Hä? Hä? Hier war ich ja noch gar nicht. Nee, halt, jetzt ist falsch. Wo bin ich denn jetzt bitte? War das der Bereich, wo ich schon war? Ja, das war der Bereich, wo ich schon war. Der war ich ja sogar schon richtig. Hier muss ich nochmal rein und jetzt nämlich in dieses Feuerlabyrinth da. Also quasi hier rein. Aua, das ist weh.
Boah, Alter, man sieht da gar nichts. Boah. Überall blaues Aufblitzen und rotes Blut. Man sieht einfach nichts mehr. Wie so eine Partybeleuchtung. Na komm, geh runter. Oh nein! Ich mag gute Lichteffekte. Easy. War doch gar nicht mal so schwer. So. Nein, das war nicht so, was ich wollte. Sondern ich wollte die anderen ausprobieren. Die hier. Okay. Weil nämlich die hier sind, ja dann auch bald weg sind. Was ich bis heute eine Frechheit finde. So, egal. Gehen wir mal hier rein. Sehr schön. So, jetzt werde ich gleich in einen sehr schönen Ort teleportiert. Easy, ohne Schaden. Lol. Death have risen on the seven portals of was auch immer. Gut, dann gehen wir mal wieder. Oh, was ist da her? Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Hier sind wir wohl fertig. Hat sich hier was getan? Nee, noch nicht. So, by the way, kann ich jetzt gleich mal gucken, ob sich jetzt in dem Ding, wo wir zuallererst drinne waren. Alter, was für eine Range hast du denn? Hier, wo wir zuerst drinne waren. Da hat sich das Ding gerade doch nicht gesenkt. Genau hier. Du bist noch zu und du bist auch noch zu. Ja, genau. Schade. Ich dachte, eins der beiden wäre mittlerweile offen. Digga, was für eine Range haben die denn jetzt, bitte? Ich dachte, das sind Nahkämpfer, keine Ultraweitfernkämpfer. Schwänze. Thank you.
Hier ist auch offen, ne? Ja. So, mach ich jetzt der andere Ding auch gleich mal auf hier. So, wo gehen wir zuerst rein? Nee, hier ist Eisen. Bei Eisen waren wir ja schon drin. Oh komm, machen wir das zuerst. Aua, 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 aua. Da hat die aber auch keinen Rückzugspunkt, ey. Das ist ja schlimm, ist das. Weil ich jetzt halt wirklich dieses Dauerfeuer mit jedem einzelnen Mausklick simulieren muss, die Maus wird nicht lange überleben. Aber wenigstens scheinen diese Panzertypen jetzt weniger auszuhalten. Falsche Tür. Oha. Alter Schwede, ey. Boah, ist ja heftig. So, auf jetzt. Mal gucken, ob ich die Tür schon... Nein, warte, in die falsche Richtung. Was? Oh.
So. Bin ich jetzt damit auch fertig? Der sollte jetzt alle Treppen hoch sein. Nein. Ah, doch, jetzt. Okay. Die brauchen wir mal ein bisschen reagieren. Das ist jetzt so eine Windows-Rechner. So, können wir nämlich jetzt alle Schalter mit einmal betätigen. Und dann können wir die ganzen Secrets abarbeiten. Und dann können wir auch das Hub langsam dann verlassen. Ich weiß nicht, ob wir die Secret Maps auch nochmal machen. Ehrlich gesagt, wirklich dran liegen tut es mir nicht. Ich meine, kennt tun wir sie jetzt so alle. Und ganz ehrlich, so dicke geil sind die Secret Maps jetzt nicht. Ist einfach nur nochmal Kampf und die ganzen Waffen, die wir da bekommen haben, wir meistens sowieso schon. Von daher lasse ich die Secret Maps einfach mal aus. Was wollten wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Genau, jetzt müssen wir nochmal in die Map, mit der alles begonnen hat. Das war nicht die, sondern die andere. Hier müssen wir nochmal rein und können jetzt die ganzen Dinger da. Ach, komm her. So, müssen wir gucken, wo es überall Secret Maps sind. Also wir haben jetzt, hier haben wir zwei. Und dann haben wir in dem Feuerlevel müssten jetzt noch... Genau, hier sind beide Türen offen. Und dann müsste in dem Feuerkatakomben-Dings da müsste auch noch ein Secret sein. Ich hätte erst die Vögel erledigen sollen und dann hier reingehen sollen. Wäre sinnvoller gewesen. Bin gleich tot. Ich weiß nicht mehr, was dieser Schalter überhaupt macht. Achso, hinten! Den Teleporter freischalten. Wow! Das war dumm, das war richtig dumm. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ich bin tot. Sag ich doch. Und ich vergesse das Speichern natürlich auch noch. Ja, Eis bringt natürlich bei Eismonstern echt viel. Ich möchte sterben. Gott, das wird ein Albtraum und ich völlig total gespeichert. Schnell, wir müssen vorweg. Ja, danke schön. Nein, ich glaube, wenn der jetzt zugeht. Oh, ich bin weg hier. Boah, das war immer wieder typisch Ronny, Alter. Alter.
Oh, hier ist noch einer. Kein Health, kein Nichts, kein gar nichts. Danke dafür. Achso, war das Schalter? Da muss irgendwo ein Schalter gewesen sein. Das hier kann doch nicht komplett useless gewesen sein. In dem Raum muss es so viel Schalter gegeben haben. Nee, kein Schalter, kein Nichts, kein gar nichts. Na gut, dann nicht. Wow. Leben, ich bin stolz auf mich. Okay, wir müssen erstmal nochmal in die Hauptmap. Und dann gucken, dass wir da irgendwie ein bisschen an Leben rankommen. Ja, stimmt, die Dinger müssen wir auch wieder auffüllen. Haben wir ja jetzt auch gerade schon verbraucht. Und wieder aufgefüllt, sehr gut. So, dann holen wir mal hier ein paar Fläschchens. Dankeschön. Wo waren wir jetzt gerade hier? Genau. Es wird da so sein. Okay, gehen wir einfach mal hoch und gucken, was uns da oben erwartet. Holy moly, Alter, was geht hier ab? Oh, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Heilige Scheiße.
Schön aufgeschlittert. Alter. Oh. Meine Güte, du. So, dann gehen wir mal noch mal in das andere Dings da rein. Hey, wir machen jetzt erst noch Pause. Schon mal vor.